Ist gut? Wer ist gut? Ist es gut? Ne, ich bin gut. Du bist gut. Hallo Bock, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und Lutze. Wie immer hier am Montag mit Borgheide News TV, mit unserem neuesten Nachrichten. So viele Nachrichten gibt es ja nicht hier wieder, aber doch, es gibt Nachrichten, Matze. Hast du dein Handy auf lautlos gemacht? So, Handy auf lautlos? Aber nee, meins klingelt. Ja, deins klingelt, aber nicht meins. Matze, guck mal, ich habe keine Dienstkleidung an. Wie siehst du aus, sag mal? Aber ich hatte vor, du hast vorgestern auch keine angehabt. Hast recht, Entschuldigung. Macht nichts. Okay. Corona? 2.0, zweite Welle? Nein, bloß nicht. Oh. Bewahre uns davor, denn so wie ich gelesen habe, Informationen aus dem Anbrück und viele andere sich auch schon gelesen haben werden, es sind im Moment noch 2 aktive Corona-Fälle gemeldet und die sind nicht etwa dazugekommen, sondern das ist jetzt ein ausschleichender Prozess zum Glück. 19 waren mal ursprünglich gesamt gemeldet und davon sind noch 2 übrig. Weiter so? Sieht gut aus. Also können wir bald wieder alles normal aufmachen, würde ich mal sagen. Bald, hoffe ich doch. Später, reden wir später nochmal drüber. Ich habe übrigens einen Kaugummi im Mund, ja, in der Schule. Das wolltest du doch vorhin schon rauswerfen, hast du gesagt. Das hast du wieder vergessen. Du kannst hier nicht einfach einschalten, du kannst das Kaugummi drin lassen. Konzentration. Hans-Grade-Gesellschaft, die Saison ist eröffnet. Ohne Kaugummi. Vielleicht auch mit Kaugummi, weiß ich gar nicht. Aber mit den Sicherheitsregeln. Und zwar, genau, die üblichen Corona-Maßnahmen, die üblichen ist gut. Was ist eigentlich üblich? Wie Maske, entsprechend rücksichtsvollen Abstand zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Bordtoilette ist geschlossen, glaube ich. Ja, die ist eine Außentoilette. Die L18. Der zweite Teil der neuen Ausstellung in Produktion und wird in Kürze aufgebaut. Und das Team der Hans-Grade-Gesellschaft wünscht beim Besuch viel Freude. Und liebes Team von der Hans-Grade-Gesellschaft, wenn ihr Teil 2 eröffnet, sagt bitte Bescheid. Wir kommen vorbei. Bescheid. So, wir waren feiern am Samstag, ne? Aber heftig. Aber? Na, 30 Jahre Sportverein. Ja, wir hin, richtig was, aber Riesenparty, 30 Jahre BSV 90. Haben wir uns so gedacht. Sind wir hingegangen, keiner war da. Und, siehe da. Lutze, Party, was ist los? Du hast gesagt, wir gehen heute zur Party. Ja, eigentlich schon, 30 Jahre BSV, aber guck mal, kein Mensch da. Keiner zu sehen. Toll, und ich nehme den ganzen Tag extra frei und nisch. Sind da welche? Hier ist echt nicht los, oder? Guck mal, da sind welche. Hey, guck mal da hinten, guck mal, was machen die da? Was schrauben die da rum? Zwiebel. Warte mal, keine Ahnung. Hallo? Ja, kommst du klar? Ja, ja. Ich lasse gleich los, ja, fällt dir auf den Kopf. Jeden Tag was Neues hier. Jeden Tag neue Verordnungen. Das glaube ich. Oh, ist alles drin. Okay, dann nimm mal ab hier oben. Oder lass mich hier. So. Dann mach das mal zu. Samstag, der 6.6.2020. Zu Zeiten vor, wie hat Matze gesagt, vor Corona, nee, nach Corona. Wir sind hier auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Bei mir der Präsident und der Stellvertreter, also der Vorsitzende und der Stellvertreter vom BSV 90. Heute ist eine riesengroße Party angesagt gewesen. Niemand hier, Bernd. Ja, da habt ihr uns ja beide richtig überrascht. Ihr habt uns ja am Schaukasten angetroffen. Wir haben gerade die neuesten Regeln für Corona eingehangen. Die ändern sich ja laufend. Ja, und dann ein bisschen Arbeit ist ja immer. Aber wie gesagt, heute wollten wir eigentlich schön feiern. 30-jähriges Bestehen, Borgheider Sportverein. Der Sportverein, kann ich ja mal ein bisschen ausholen, wurde damals im Jahr 1947 als Betriebssportgemeinschaft BSG Aufbau Borgheide gegründet. Ja, und nach hat sich dann entwickelt, dass hier auch ein schöner Sportplatz entstanden ist, ein Vereinsgebäude gebaut wurde, wir auch jede Menge investiert haben. Dazu könnte ich, wir haben unseren Rechenschaftsbericht noch nicht abgeben dürfen, weil Corona dazwischen gekommen ist, aber weiß ich nicht, ob man das sieht. Mal so eine kleine Historie, ja, habe ich mal aus der Mappe schnell geholt. Ja, und heute sollte eigentlich unser großer Tag sein, 30 Jahre Borgheider Sportverein. Wie gesagt, 30 Jahre feiern ja viele Vereine nach der Neugründung. Alle sind so 30 Jahre jetzt und wollen natürlich auch alle feiern. Wir hatten uns gedacht, dass wir heute Morgen
ein schönes Turnier mit den Kindern veranstalten. Nachmittags sollten die Herren spielen, abends die Line Dancer und Fireflies und Poise auftreten und schön grillen, weiß ich, ein Schweinchen oder irgendwas. Aber leider, alles fällt ins Wasser, aber wir holen es nach. Und wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt in etwa nächstes Jahr, denke ich. Also 2021 feiern wir 30 Jahre zurück. Zurück, genau. Ja, und ja, Hartmut, du bist Stellvertreter vom Verein und natürlich unter anderem auch zweiter Trainer der Herrenmannschaft. Die spielen jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Sind die dann überhaupt noch fit oder sind die jetzt dick und rund geworden? Ja, wir haben jetzt seit vorher Woche, seitdem die Öffnung der Sportplätze wieder genehmigt worden ist, angefangen mit einem lockeren Aufgalopp. Haben jetzt drei Trainingseinheiten sogar schon gemacht. Die Jungs sind motiviert, halten auch alle zur Stange, was ganz wichtig ist. Wie es weitergeht, weiß im Moment ja auch noch keiner. Die Saison wurde abgebrochen. Wir haben als Neuling in der ersten Kreisklasse immerhin den 10. Platz trotz alledem belegen können. Ich denke, es ist sportlich auch ein Erfolg für uns. Und ja, nun müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Wann endlich, das heißt endlich, das liegt ja nicht an uns, sondern an der Gesamtentwicklung, die Strukturen so sind, dass wieder ein normales Training durchgeführt werden kann, um dann perspektivisch auch wieder in den Wettkampfbetrieb einzusteigen. Wir hoffen alle, Mann, dass es im August, spätestens September wieder losgeht. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das doch ein bisschen schwierig ist. Körperkontakt ist ja nicht, ne, beim Fußball, was eigentlich dazugehört. Ne? Das ist richtig. Die Spielformen in als solches, die können wir natürlich nicht durchführen. Aber wir sind in der Athletikausbildung drin, wir sind im Ausdauerbereich drin, auch was Ballarbeit anbelangt, ein bisschen in technischen Bereichen, Torschusstraining. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch ein einigermaßen ordentliches, qualitativ hochwertiges Training trotzdem anzubieten. Jetzt wollen wir uns nicht nur am Fußball festhalten, denn der Sportverein, der hat ja mehrere Abteilungen oder wie man das nennt. Wie machen die anderen denn Sport, Bernd? Naja, wie gesagt, der Sportplatz ist geöffnet und mit gebührendem Abstand, 1 bis 2 Meter, also 1,50 bis 2 Meter, sind dann auch unsere Fitnessgruppen, sage ich mal, Gymnastikgruppen hier auf dem Sportplatz anzutreffen. Die bringen ihre Matten mit. Und wie gesagt, der Trainer liegt in der Mitte und dann geht's los. Nicht? Und auch die Fußballer, die kleinen Bambinis, die ganzen Junioren, die sind natürlich auch auf dem Platz. Aber wie gesagt, so wie Hartmut schon gesagt hat, alles mit Abstand und kein Kontakt. Ist natürlich schwierig, aber es geht schon irgendwie. Und die haben sich auch alle gefreut, dass wieder endlich mal geöffnet wird. Und hier, wo wir gerade stehen, üben jetzt die Line Dancer, denn ins Vereinsheim dürfen wir nur mit einer begrenzten Anzahl und würde so nicht funktionieren. Aber draußen ist das alles ein bisschen leichter zu handeln, sodass sie hier auf der Betonfläche ihren Line Dance, sag ich mal, vermindert durchführen können. Aber ein bisschen Training ist schon da. Hm. Ja. Und wir hoffen, dass die Lockerungen auch demnächst weitergehen werden und wieder ein normaler Betrieb hergestellt werden kann. Ja, wie man sehen kann, auch wir sind hier auf Abstand gegangen, nicht weil wir uns nicht mehr leiden können, sondern weil wir uns der Corona-Verordnung beugen. Ich denke mal, oder hoffen ja alle, dass es nun irgendwie bald mal so gelockert wird, dass wir wieder unser normales Leben leben können. Jetzt sieht es erstmal so aus, dass wir unser Bierchen und unser Grill bei uns privat irgendwo machen können, weil große Veranstaltungen sind nicht. Wir wünschen jedenfalls dem BSV 90 hier zum 30-Jährigen wirklich alles, alles Gute, dass immer noch weiter der Zulauf kommt. Die Fußballer und die Bambinis brauchen auch immer noch Nachwuchs und natürlich auch die anderen Abteilungen. Ja, leider hat es nicht so geklappt, wie es sollte. Wir sehen uns tatsächlich wieder im nächsten Jahr zur selben Zeit am selben Ort. Hoffentlich mit viel Sonnenschein, Bier, Grillen und allen anderen Veranstaltungen, die ihr so geplant habt. Toi, 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 alles Weitere, alles Gute für die nächsten 30 Jahre. Danke und auch für die Überraschung, die ihr uns bereitet habt heute, ja? Ja, schönen Dank auch. Ja, und tschüss. So, keiner war da, stimmt nicht, wir waren da. War eine sehr trockene Veranstaltung, muss ich sagen. Ja, genau. Aber es wird nachgeholt, wie schon gesagt, 2021 gibt es die Party normal. Was heißt normal überhaupt? Die ist ja nicht gewesen. Ne? Und dann gibt es noch eine Information vom BSV 90, denn der Vorsitzende des Sportvereins lässt ausrichten, dass die Mitgliederversammlung des BSV 90 am 26.06. um 19 Uhr stattfindet, aber nicht etwa im Hotel und auch nicht im Clubraum des Sportvereins. Im Wee.
sondern im www, genau, unter Zoom. Und wer daran teilnehmen möchte, der möchte sich bitte bei mir, seht mal hier unten, bernschulz@borkheidersv90.de anmelden per Mail. .de. Genau, .de und bekommt dann, na, es steht ja unten nochmal drin, findet man natürlich wenn auch auf der... Wenn du das nicht erzählst, dann ist der Punkt auch weg nachher. Findet man auf der Homepage von BSV90 natürlich auch die E-Mail-Adresse. Und dann bekommt er die Zugangsdaten für die Mitgliederversammlung zugesandt. Und Matze, was machst du, wenn du keine E-Mail-Adresse hast? Na, ihr kennt ja sicher im Sportverein auch Leute, die vielleicht etwas älter sind, kein Internet, kein E-Mail haben. Da unterstützt ihr natürlich und geht bitte auf die Leute zu und trefft euch irgendwo gemeinsam vor dem Rechner, also so sie teilnehmen möchten. Und dann könnt ihr euch die Veranstaltung zusammen angucken, natürlich unter den... Nein, man darf ja jetzt schon mit ein paar Gruppen zusammensitzen jetzt, glaube ich, ne? Naja, ich habe keine Ahnung. Es gibt irgendwo doch, Regeln. Doch, irgendwie habe ich schon mal was gehört. Mit Abstand immer noch, und du hast ja gesehen, in Berlin haben sie den Abstand auch nicht eingehalten. Und wir sitzen ja seit Monaten hier in Quarantäne. Na, wir gehören ja auch zusammen. Ja, sieht man ja an der Mütze. Sieht man ja. Ja. Ja, jedenfalls da ganz neumodische Mitgliederversammlung mit Zoom am 26.06. 19 Uhr. Wie gesagt, meldet euch bei Bernd Schulz an per Mail, dann kriegt ihr Zugangsdaten und dann kann das Ganze losgehen. Und ich glaube, du bist überhaupt nicht Mitglied im Sportverein. Ich? Nein. Ich aber auch nicht. Ich bin überall, ich aber nirgends. Und dieses Zoom-Tool muss man sich auch gar nicht runterladen. Da gibt es auch eine Webversion, dass man das nicht auf den Rechner ziehen muss. Ich glaube, das geht sogar fürs Handy. Da natürlich nur, glaube ich, mit App. Der kommt auch noch zu dem anderen Verein, mein lieber Matze. Waldbadverein. Ich will endlich schwimmen gehen. Ich meine, es ist gar nicht so warm draußen. In dem Verein bin ich übrigens Mitglied. Du bist da mit? Ich auch. Sogar im Vorstand. Und nach wie vor ist die Situation unverändert. Die Eindämmungsverordnung und die Vorschriften und die Regeln, die die Gesundheitsämter da aufgestellt haben, sind nach wie vor nicht... Matze, das war dein Telefon. Ach, hör auf, das war deins. Die sind nach wie vor nicht umsetzbar in unserem ehrenamtlich betriebenen Verein. Das heißt, personell gar nicht stemmbar und unter diesen Auflagen nach wie vor keine Chance. Ich hoffe mal, dass sich jetzt aufgrund auch dieser ganzen Aktionen, die da in Berlin sind, wo ich sagen muss, da rennen tausende Leute rum, es interessiert keinen mehr. Und hier wirst du niedergeknüppelt mit irgendwelchen Vorschriften, wobei wir auch im Tagesbetrieb sehr viel an Vorschriften einhalten könnten, aber eben nur, da wir einen Rettungsschwimmer vor Ort haben, nicht mit 4-5 Personen. Das klappt nun mal nicht. Ja. Also ich hoffe inständig auf Änderungen der Vorgaben, die wir dann auch natürlich mit Vernunft umsetzen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Diesmal als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl ans Gesundheitsamt, sich mal bitte im Kopf zu machen, weil die... Pure Aussage, Schwimmbäder können aufmachen und überall, wo sie städtisch betrieben sind und da noch mehr Mitarbeiter rangezogen werden können zum Beispiel oder sich Leute hinsetzen den ganzen Tag. Hilft nicht, ne? Das hilft uns hier ganz wenig. Leider. Ja, kann man schlecht trotzdem, stellen. Ja. Trotzdem bleiben wir dran und wenn sich Änderungen der Vorgaben ergeben, sind wir natürlich von heute auf morgen einsatzbereit, weil die Rettung schon mal stehen, Gewehr bei Fuß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, Matze, wenn du dazu nichts sagen kannst, vielleicht zu anderen jetzt, ne, zum Waldbad, da warte ich drauf, dass endlich aufgemacht wird. Ich will mal wieder schwimmen gehen. Aber da du das mit dem Wetter ja nicht hinkriegst. Wassertonne da draußen. Ja, und was ist denn jetzt mit dem Wetter? Sollte das nicht warm sein? Also für mich, guck mal, ich habe T-Shirt an, ist schön warm. Weil ich Heizung ja hoch auf Touren laufen habe. Merkst du nicht, wie ich schwitze? Durch das Eisbad wieder hinten an der Heizung. Okay, Matze, sag an, was passiert uns jetzt? Ja, ganz wenig Regen die Woche. Dienstag, Mittwoch sind hier 0,3 Liter pro Quadratmeter angezeigt. Das ist nicht viel. Temperatur wird sukzessive bis zum Wochenende wärmer und es wird sogar noch ein schönes Wochenende. Umso schlimmer, dass wir das Bad nicht aufmachen dürfen. Schönes Wetter die Woche sozusagen. Ein paar Bewölkungen sind noch da. Jetzt klickt er hier das Bild weg. Sag mal. Und Nachttemperaturen steigen auch schon bis auf die 15 Grad. Also es wird sehr angenehm Richtung Freitag, Samstag. Somit Grillwetter. Aber aufpassen, auch wird nicht viel regnen. Und gleich danach Richtung Wochenende sehe ich fast schon wieder die Waldbrandstufe 4 und 5. Das heißt, mit offenem Feuer wird nichts. Feuer aus. Genau. Und drauf die Woche wird es vom Wetter her mal Langfristprognose geschaut, ungefähr gleich bleiben. Und nach dem übernächsten Wochenende könnte sogar etwas mehr Regen kommen. Aber das ist die Langfristprognose, die ist nicht belastbar. Ja, ob das, genau, ob das passiert. Also hier bei uns in Borkheide ist ja mit dem Regen immer eh ein bisschen schwierig. Ne? Ja, so sieht's aus. Matze versucht es mal wieder mit schönem Wetter. Mal gucken, ob er recht hat. Ja, also so ein bisschen einfach ist das Ganze ja nicht. Kriegst du eigentlich Geld für, sag mal, dass du immer schlechtes Wetter ansagst? Ja. Nee, du sagst ja immer gute, dann schlecht kommt. So, mal ja. Feuerwehr zahlt. Wenn es regnet und keine Waldbrandstufe ist, kriege ich immer
Ja, guck mal, was passiert jetzt? Wir haben ja so langsam wachsen ja die Themen wieder ein. Also wie gesagt, BSV 90 Party ist ja ins Wasser gefallen und das ist ins Wasser gefallen und das ist ins Wasser gefallen und das. Aber wir können über alles nichts berichten, was nicht war. Wir schauen mal. Ist auch sehr, sehr demotivierend. Ich meine, jetzt muss ich mal zugeben, ganz dicht sind wir sowieso alle beide nicht, weil die Videos sind ja nicht kürzer geworden deswegen. Weil wir nichts zu sagen. Ich brauche keine Windel, sag mal. Nicht dich, du spinnst wohl. Ja, aber was ihr so, ist euch aufgefallen, ja? Der Bart ist ab. Nee, ich züchte gerade wieder. Ich habe aufgegeben, mir reicht es jetzt. Meine Frau hat mit mir geschimpft, weil sie gesagt hat, es sieht nicht schön aus, ja? Und das Gesicht wird immer runder dadurch, also nicht der Bauch, sondern nur das Gesicht. Auch, der Bauch wächst, auch. Und jetzt wächst bei dir das Gesicht. Ja, das geht aber heute wahrscheinlich, spätestens morgen. Ich kann ja immer, ja, Corona-Zeit, kann ich immer sagen, ich kann mich nie rasieren. Es geht nicht lang gut zu Hause. Okay, wir wollen euch nicht so lange zutexten, haben wir eh schon lange genug gemacht. Das war's mal wieder. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer, hier vor der Kamera. Ich habe keine 400 Worte gesprochen. Euer Matze und Lutze und tschüss.